Ja, hi everyone. Ja, grüßt euch, servus, hau die Erde. Jetzt habe ich mir für mein E-Bike, fürs Fischerbike, neue Pedale bestellt. Ja, ich muss ein bisschen näher hingehen. Und so, ganz geil. Aber hier fehlen die Blender, also die Strahler, wo normalerweise drin sein müssen. Aber das Dumme an den Pedalen ist, was ich ganz übel finde, schaut euch das mal an. Da sind offene Schrauben drin, die sind wieder entgratet, nichts, das ist hier offen. Diese Seite auch und die hier sind auch ganz spitz. Das heißt, wenn es ihr da mal abrutscht vom Pedal, da reißt es hier richtig Fleisch aus die Waden oder am Schienbein. Also die sind mir echt zu gefährlich. Die habe ich mir für 16 Euro bestellt, made in China. So super, das Lager ist super, echt schön fest und so. CNC gefräst, kann man das irgendwie lesen? Da steht es irgendwo, CNC gefräst. Na, von dem her klasse, aber halt. Das mit den Schrauben gefällt mir hier gar nicht, offene Schrauben. Also das ist ja wirklich sehr gefährlich. Außerdem sind die nicht für die Straße zugelassen, weil halt, wie gesagt, diese Strahler noch fehlen. Kann ich mir also nicht einbauen, habe ich mal wieder Lehrgeld zahlen müssen. 16 Euro war nicht allzu viel. Aber die Dinger brauche ich mir nie aufs Fahrrad, also aufs E-Bike. Das ist mir viel zu gefährlich, weil man rutscht halt mal ab. Gerade wenn man Gelände fährt, wenn man halt doch mal ein bisschen Unterboden verliert, dann kann man halt abrutschen. Und wenn es da abrutschen, das ans Schienbein kriegst oder hinten an die Wade, das bei höheren Geschwindigkeiten, die reißt es leider noch mit. Das ist übel, hä? Das ist ganz übel, hä? Da reißt es echt alles auf. Na, seid da vorsichtig mit zu Pedalen. Schauen super aus, hat sogar hier auch einen orangen Punkt, der gut zu meinem Fahrrad passen. Aber ist halt echt gefährlich. Also das tue ich mir nicht an. Ich habe keinen Bock, dass ich da echt irgendwie rausgerissenes Fleisch dann in die Waden habe und so, wenn es mich da mal legt. Nein, 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 das ist mir echt zu gefährlich, viel zu gefährlich. Ja, seid jetzt vorsichtig, was du nur kauft. Das ist es auf alle Fälle übel. Das ist heftig, Alter. Spinnste, da wenn du abgehst, da kriegst du einen Vogel. Na, nix da, die war bei mir mit Sicherheit nicht drauf. Na, ich wollte mir eigentlich Velgo-Pedale bestellen, die hätten aber glaube ich 60 Euro gleich gekostet. Und dann habe ich gedacht, na, okay. Bestellst du halt günstige mal wieder. 16 Euro. Die anderen hätten über, ich glaube, 49, ich weiß es jetzt nicht mehr. Kommt drauf an, wo man sich die bestellt. Und Velgo-Pedale kenne ich halt noch aus meiner BMX-Zeit. Und da, wenn du abgerutscht bist, da rutscht er ab und zu mal ab und so. Aber da hast du einen blauen Flecken vorne gehabt, einen kleinen Kratzer. Aber bei dem hier, da ist mein Kratzer nicht. Also wie gesagt, bei den spitzen Teilen hier, wenn du da abrutscht, da reißt sie alles auf. Also finde ich nicht brauchbar. Ich tue es mir nicht aufs Fahrrad, mir ist das echt zu gefährlich. Viel zu dangerous, Alter. Das ist krass. Naja, aber im Internet kannst du halt alles kaufen, gell? Ist nichts geprüft und so. Nicht einmal CE-Zeichen drauf wahrscheinlich. Gibt es sowieso nicht. TÜV wird es sowieso wahrscheinlich nicht durchlassen. Also die Dinger her, sag ich mal, Finger weg davon. Gefällt mir gar nicht. Falscher Kauf, mei, kommt vor. Okay, das war's eigentlich so. Mehr wollte ich gar nicht auflabern. Genau, wer ist es nicht? Also, bleibt brav, lasst euch nicht aufhetzen von den ganzen Mist, wo ihr dann lauft und fährt euch, ciao, habe die Ehre, habe die Grüße, habt fest zusammen.